So schaffst du es, 8 Kilo in nur 4 Wochen abzunehmen und das ganz ohne zu hungern. Du willst einen flachen Bauch bekommen, schlanke Beine, dann pass jetzt auf jeden Fall auf. Nachdem ich in den letzten 3 Jahren über 500 Frauen dabei geholfen habe abzunehmen, habe ich 3 Dinge festgestellt, 3 Muster, die immer wieder gleich ablaufen bei Leuten, die es schaffen, erfolgreich abzunehmen, so schnell. Und genau die verrate ich dir jetzt. Wenn du so schnell abnehmen willst, dann musst du erstmal wissen, womit es nicht geht. Es geht nicht mit zu viel Sport. Zu viel Sport wird dir nicht helfen. Denn wenn du zu viel Sport machst, verbrennst du zwar eine gewisse Anzahl an Kalorien, es ist aber im Vergleich zur Ernährung relativ wenig. Und du fokussierst also deine ganze Energie, deine Zeit, deine Nerven auf etwas Falsches, was nicht wirklich viel bringt. Nur einen kleinen, minimalen Unterschied. Beispielsweise kannst du eine Stunde joggen gehen und verbrennst in der Stunde 300 Kalorien. Isst du dann aber wieder einen Donut, dann hast du quasi diese ganze Stunde umsonst gejoggt und nur deine Zeit verschwendet. Mit 1, 2 kleinen Stellschrauben, die man in der Ernährung dreht, kann man beispielsweise 600 Kalorien einsparen. So als würde man also 2 Stunden Joggen gehen. Du siehst also, Sport macht nicht wirklich viel aus. Kümmere dich lieber um deine Ernährung. Du brauchst also nicht joggen gehen, irgendwie 6, 7 Mal die Woche ins Fitnessstudio rennen. Was du auch nicht brauchst, ist vor allem zu hungern. Du solltest nicht hungern. Das ist vielleicht eine kurzfristige Lösung und du wirst damit vielleicht auch in ein paar Tagen relativ schnell Gewicht verlieren. 90% davon ist aber einfach Wasser und Muskulatur und reines Bauchfett oder Fett an den inneren Oberschenkeln, das geht damit leider nicht weg. Und ab einem gewissen Level, nach ein paar Tagen, sagt der Körper dann halt, stopp, ich esse gerade viel zu wenig und dann schläft der Stoffwechsel ein und du nimmst gar nicht mehr ab und es geht gar nichts mehr weiter, obwohl du dir Mühe gibst. Deswegen niemals zu wenig essen. Zu wenig essen ist genauso schlimm wie zu viel essen. So, wie geht das Ganze denn jetzt? Ich kann dir erfahrungsgemäß wirklich ein paar Tipps verraten, die dir schon mal helfen werden, einen Grundbaustein legen werden. Also der erste Tipp von mir ist, volumenreiches Essen einzubauen. Du solltest Essen einbauen, was ein großes Volumen hat und relativ wenige Kalorien. Beispielsweise Gemüse. Fast jede Gemüsesorte hat relativ wenig Kalorien auf viel Volumen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich esse beispielsweise eine große Portion Brokkoli oder anderes Gemüse, Karotten oder was auch immer und kannst eine riesige Menge essen, ohne wirklich viel Kalorien reinzubekommen. Du musst dabei jetzt nicht auch nur Gemüse essen. Beispielsweise kannst du auch sowas essen wie Kartoffeln. Das ist nämlich zum Beispiel besser als Reis, denn Kartoffeln kannst du eine relativ große Menge essen und hast vergleichsweise relativ wenig Kalorien. Bei Reis oder Nudeln ist eine relativ kleine Menge und du hast viel Kalorien. Denn wenn du zum Beispiel 8 Kilo in 4 Wochen abnehmen willst, dann sollst du dafür sorgen, dass du keinen Hunger hast. Denn das wirst du sonst nicht durchhalten. Dementsprechend volumenreiches Essen einzubauen ist eine ganz coole Sache. Auch sowas wie einfach viel Wasser trinken, viel Flüssigkeit sorgt dafür, dass du deinen Magen einfach füllst. Denn nichts ist schlimmer, als irgendwie nur sau wenig essen zu dürfen. So kleine Portionen und du bist nach dem Essen da, hast noch voll Hunger, musst dann mit Hunger schlafen gehen. Das hältst du nicht dauerhaft durch. Leider sind die meisten Diäten wie Low Carb, Stoffwechselkur, alle darauf aufgebaut, dass du hungerst. Deswegen funktioniert das auch alles nicht. Die zweite wichtige Sache, die du beachten musst, wenn du wirklich schnell abnehmen willst und wirklich reines Bauchfett wegbekommen willst, ist, dass du dafür sorgst, dass du eine individuelle Ernährung für dich hast. Jeder von uns, jeder Körper von uns braucht individuelle Nährstoffe, dann wird er abnehmen. Das ist die Biologie, das ist die Wissenschaft. Wenn ich persönlich Anzahl X an Kalorien, Protein, Kohlenhydrate etc. essen werde, jeden Tag, dann werde ich abnehmen. Ich werde Fett verbrennen. Das ist ja ein biologisches Gesetz. Und genauso hast du da draußen auch eine gewisse Anzahl an Kalorien, Protein, Kohlenhydraten, Fetten und so weiter und so fort, die du ungefähr jeden Tag essen solltest, um maximal abzunehmen. Also wirklich zum Beispiel 8 Kilo in 4 Wochen. Bitte aber lass diese ganzen Apps sein, wie Yazio, MyFitnessPal, was auch immer, die können dir nicht genau bestimmen, welche Kalorien du wirklich brauchst. Das ist irgendein Computer, irgendein Algorithmus, wo du eingibst, jo, ich bin so groß, ich bin so schwer und Bewegung 1 bis 5. Das kann dir niemals bestimmen, was du genau brauchst. Hol dir da Wissen von einem Experten, der dir da helfen kann. Nur wenn du wirklich genau weißt, was du persönlich brauchst, welche Nährstoffe, dann wirst du auch optimal abnehmen können. Das ist viel wichtiger, als würdest du wissen, hey, okay, die Lebensmittel sind gut und die Lebensmittel sind schlecht. Das ist nicht, worauf es ankommt. Das ist ein Mythos, das will dir die Industrie erzählen, die ganze Lebensmittelindustrie, Nahrungsergänzungsmittel etc. pp. Das wollen dir alle erzählen, stimmt aber nicht so. Das Wichtigste sind die Nährstoffe. Und dann ist erstmal zweitrangig genau, was du isst. Denn dein Körper weiß nicht, ob du 500 Kalorien an Eis isst oder ob du 500 Kalorien an gesundem Gemüse isst. Das ist ihm relativ egal. Er weiß nur, welche Nährstoffe ankommen. Der dritte Tipp ist, grundsätzliche Bewegung in deinen Alltag reinzubauen. Du hast ja bereits erfahren, dass du nicht unbedingt joggen gehen musst oder ins Fitnessstudio rennen musst.
was aber schon Sinn macht, auch keine Pflicht, aber macht Sinn, ist eine grundlegende Bewegung bei dir persönlich in deinen Alltag einzubauen. Das heißt, zu schauen, okay, wie kann ich meinen Alltag so optimieren, dass ich mich ein bisschen mehr bewege. Und das muss nicht Joggen sein oder Sport, das kann einfach zum Beispiel spazieren gehen sein oder andere Sachen. Und ich garantiere dir, in dem Moment, wo du hier das gerade siehst, hast du hundertprozentig in deinem Alltag irgendwelche Stellschrauben, an denen man drehen kann, um ein bisschen mehr Bewegung reinzubauen. Und das kann einen großen Unterschied machen. Denn abnehmen, flachen Bauch bekommen, das ist nichts, was irgendwie ein Sprint ist innerhalb von ein, zwei Wochen. Das ist eher so ein Marathon. Das braucht ein bisschen was, aber dann hält es auch dauerhaft. Deswegen ist der Titel natürlich auch 8 Kilo in 4 Wochen relativ reißerisch gewählt und relativ schnell. Es ist möglich, haben wir auch schon sehr oft erlebt. Für viele sagt man aber, hey, nimm dir lieber ein bisschen mehr Zeit, denn wenn du zum Beispiel 70 Kilo wiegst und 8 Kilo abnehmen willst, ist es was anderes, als würdest du 108 Kilo wiegen und 8 Kilo abnehmen wollen. Deswegen schau immer, dass die Situation für dich persönlich passt. Jetzt fragst du dich bestimmt, soll ich irgendwelche Shakes nehmen, irgendwelche Abnehmpillen oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht Fatburner, irgendwie sowas? Da würde ich an deiner Stelle lieber die Finger von lassen. Das kann ich dir groß empfehlen. Denn auch wenn du schnell abnehmen willst, ist sowas natürlich verlockend. Es ist aber nie die Lösung. Es gibt keine magische Pille. Und auch diese Abnehm-Shakes funktionieren eigentlich nur so, dass du einfach weniger Kalorien zu dir nimmst, weil du anstatt deinen 2000 Kalorien vielleicht, die du sonst isst jeden Tag, nur 600 Kalorien jeden Tag isst durch diese Shakes, die nicht gut schmecken meistens und dementsprechend im Kaloriendefizit bist und dementsprechend auch abnimmst. Aber dass es nicht dauerhaft eine Lösung ist, das ist ja wohl klar. Deswegen frage ich immer, okay, habe ich darauf Lust, dauerhaft diese Shakes zu trinken? Wenn die Antwort nein ist, dann lass es lieber direkt sein. Denn in dem Moment, wo du das stoppst, wirst du wieder sofort mit dem Gewicht nach oben schießen. Deswegen such dir direkt eine langfristige Lösung, die auch dauerhaft hält. Wir haben allein in den letzten 3 Jahren über 500 Frauen dabei geholfen, abzunehmen, 10 Kilo, 20 Kilo oder sogar mehr. Und das kriegen wir mit dir auf jeden Fall auch. Deswegen lade ich dich jetzt gerne mal dazu ein, dich für ein kostenloses Erstgespräch zu bewerben. Geh jetzt gerne mal auf den Link unter diesem Video in der Beschreibung www.henryzelt.com. Mach einen Termin aus für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Dort sprichst du mit mir persönlich oder mit Experten aus meinem Team, am Telefon. Wir schauen, wo du stehst, was dein Ziel ist und wie wir dir auch mit dem Coaching helfen können, deinen Traumkörper zu erreichen. Das Erstgespräch ist komplett kostenlos und da erfährst du alles. Wir hören uns da. Gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, damit du kein neues Video mehr verpasst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Henry und ciao.